So, also, Kohle wird hergestellt. Die Wände nehmen langsam Form an. Wir brauchen noch mehr venezianischen Stock. Wir brauchen noch mehr Deko-Sachen allgemein. Wir brauchen mehr Rüstung, richtig? Ja, ich laufe hier noch mit Holzsachen rum und ohne Schuhe und was weiß ich. Wie viel Leder haben wir inzwischen erbeutet? Ein bisschen was. Lederschuhe. Lederschuhe. 1, 2. So, 4 Lederschuhe. Du hast... Oh, die Rüstung ist fertig. Katsching. Sehr schön. Aber in den Kommentaren wurde gesagt, man sollte es wahrscheinlich dem Zwerg geben, der die wichtigsten Skills hat. Guck gerade, er ist ein Schmied. Schmied ist wichtig. Und das war es eigentlich auch. Er ist der Einzige, der wirklich hohe Skills hat. Haben wir noch andere Schmiedebücher? Müllerbuch. Das war nicht geplant. Toll, jetzt bist du Schmied, Schwimmer und Müller. Ja, du bist vermurkst. Du bist Schreiner. Nicht benutzen. Jagdbuch, Kampfbuch, Holzfällerbuch, Kochbuch, Magierbuch. Na gut, du kriegst jetzt ein Nahkampfbuch. Benutzen. Und ein Klettererbuch. Noch ein Klettererbuch. So. Wer braucht noch Schuhe? Du brauchst Schuhe. Du brauchst Schuhe. Du brauchst Schuhe. Du brauchst Schuhe. Der Rest hat. Haha, also alle unsere Zwerge haben Schuhe. Alle unsere Zwerge haben Lederhelme. Rüstung wäre das nächste. 2, 3. Ich sehe noch 4 Holzrüstungen. Metallrüstung werden wir keine 4 zusammenbekommen. Huh? Eisenerz ist ein bisschen mau. Es kommt mit der Zeit. So, wir haben ganz viele, die keinen Weg finden. Warum findet ihr keinen Weg? Das ist... Da ist ein Portal. Kann ein neues Portal machen. Dann schafft ihr das auch. Okay, ihr seid komisch. Ich wollte gerade sagen, oh, sie haben bei den Portalen jetzt ein Geräusch eingefügt, damit man merkt, wann das Portal ausgeht. Das ist das monotone Ticken einer Uhr. Nein, ist es nicht. Und was zur Hölle machst du hier? Oder trinkst? Ja, es ist nicht der Punkt. Können wir dich inzwischen kaputt machen? Nein, können wir nicht. Aber ich hätte gerne hier ein Portal. Das Wasser soll bitte raus. Wir wollen alles Wasser loswerden. Alles Wasser muss weg. Und eigentlich müssen wir die ganze Welt flach machen. Damit sich kein Wasser irgendwo ansammeln kann. Ja, hier ist nicht so toll. Das ist übrigens noch ein Punkt, der angebracht wurde. Es ist nicht unbedingt sehr sicher, wenn die Gegner hier runterfallen und dann hier runterlaufen können und einfach in die Festung rein. Das sollten wir auch nochmal abändern. Hinten, hinten. Was? Nein. Hey, 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 hey. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Ja, genau. Wildschweine müssen wir nicht mehr wirklich jagen. Was wir jagen müssen, ist Eisen. Oh. Hallo, Blumenbeet. Nicht so wirklich wichtig. So, das da oben kann weg und wir können schon mal einen Weg nach hier unten graben. Und ich höre hier wieder Grillen. Aber ist okay. Kein Problem. Sind nur Grillen. Sind ganz viele Erfahrungspunkte. Apropos Erfahrungspunkte. Stirb, stirb. Da komme ich nicht ran. Boah, haben wir viel Zeug. Und genau, da sind die Tannensapfen. Die Tannensapfen, die, wenn man sie zerdrückt, dass da eh Öl rauskommt. Problem ist nur, dass unsere Holzfäller die immer wegfuttern. Und die Rüstung sieht irgendwie komisch aus mit dem Schulterpanzer. Sieht aus, als wenn er so eine Metallkugel auf der Schulter trägt. Hm. Na gut. Ersetze Erde, ersetze Erde. Ersetze Erde.
Und da kommt hier eine Tür hin. Hier unten lassen wir diesen Steinboden. Der Look gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das wirklich so ein Untergeschoss ist. Also ja, das sind auch alles Untergeschosse, aber es ist halt das Unteruntergeschoss. Das auch nicht mehr wirklich zur Festung gehört. Das Ganze sollten wir hier auch nochmal machen. Das dann weg und da dorthin. Du weg, weil wir es können. Du weg, du weg, du weg, du weg. So, keiner soll nichts zu tun haben. Und doppelte Verneinungen sind toll. Du das dazu machen. Du holst das Weizen. Das Portal da hinten könnten wir mal erneuern. Das Portal da oben aufmachen. Das Portal erneuern. Ein paar Zombies unterwegs, aber das ist absolut kein Problem mehr. Genau, unsere Mine hier unten. Die neue Mine hier. Kein Zwerg da. Okay, doppelte Geschwindigkeit. Gucken wir mal, ob wenigstens ein einziger Zwerg während der Zeit, dass ein Portal offen ist, hierher kommt und was macht. Ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir einen Teller mit Essen hier hinstellen. Kann man das so? Nein. Aber wenn wir einen Tisch hätten und wir ihn hier hinstellen würden, dann könnten wir hier immer Essen hinstellen. Da kommen garantiert Arbeiter. Das muss auch noch weg. Aha, die letzten 2 Sekunden ist er durchgehuscht. Du weg, du weg, du weg. Du weg. Ihr könnt ruhig weiterarbeiten. Hättest du ruhig den Dreck mitnehmen. Hey! Ja, den Dreck hat er jetzt mitgenommen, aber die ganzen Arbeitsaufträge hier ignoriert er. Und 2 Zwerge ertrinken. Genau deswegen muss das Wasser weg, verdammt. Alles weg. Wir werden diese Welt flach und wasserlos machen. Und dann ziehen wir zur nächsten. Oder so ähnlich. Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Sehr schön. Au. Hast du da... Warte mal, stopp. Einfachgeschwindigkeit. Geh schlafen, verdammt, wenn du so wenig Lebenspunkte hast. Du auch. Hier gar nicht. Wir haben echt wenig Selbsterhaltungstrieb, die Jungs. Bücherregal. So, das kann da stehen bleiben. Ist okay. Das machen wir mal. Oh, warte. Das muss weg. Und da wir Dekadenz sind, setzen wir unten ein neues Portal. Wir kriegen ziemlich schnell Mana zurück. Also ja, eigentlich nur alle 4 Minuten, aber wir kriegen so oft Level-Ups, dass wir das dann wieder hochgestuft bekommen auf Max. Und der Max-Pool an Mana erhöht sich jedes Mal, wenn wir ein Level-Up haben. Also ja, können wir ruhig mit verschwenderisch umgehen. Oh, da ist was Neues. Dap, 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 dap. So. Der hier graben. Grab. Was zur Hölle? Grab. Alles weg. Obwohl, wir können einfach... Nee, können wir nicht. Das Symbol ist auch neu, oder? Wenn sie keinen Weg finden. Ein Lancet-Fenster. Das kriegt ihr nicht, verdammt. Ihr habt schon Terrakotta-Zeug. Und ihr seid Zwerge, ihr braucht keine Fenster. Ihr braucht nur Luftlöcher. So. Oh, Diamanten. Das brauchen Zwerge allerdings. So. Wir brauchen mehr davon. So, machen wir schon unser Vorrat. Müsst ihr nicht mehr am Hungertuch hier nagen. So, so, so. Wenn das alles runterfällt, wird das wieder aufgefüllt. Okay. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Quadratisches Fenster. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass mit den Rezepten scheint zwar random zu sein, was man bekommt, aber man bekommt nicht die ganz tollen Sachen. Wow. Also wir hatten jetzt nicht gleich in den ersten Spielminuten die Chance, Mithril-Rüstung zu bekommen zum Beispiel. Ich glaube, das filtert da doch schon ein wenig aus vorher. So, das und das weg. Das alles einsammeln. Hier unten ist Kohle. Kohle ist nicht ganz so wichtig. Wasser!
Was zur Hölle? Warum ist da ein 5/6 Block Wasser und da ist gar nichts? Macht mal das da weg, bitte. Ich bin intrigiert. Nein, intrigued? Wie übersetzt man intrigued? Neugierig? Ja, ich bin neugierig. Na, da ist noch ein Wasserblock. Und noch einer und noch einer. Und du spülst. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, wenigstens war da keine Verbindung zum Meer. Macht da mal ein Portal. Macht hier bitte das Wasser weg. Irgendwie wollen die nicht, okay. Und grab mal da, damit ich sehen kann, was hier noch so ist. Noch mehr Wasser. Da kannst du ruhig zumachen. Unterwassersee. Auch nicht schlecht, könnte man angeln. Wurde auch schon mehrfach vorgeschlagen, dass ich so einen kleinen Unterwasserpool anlege, wo wir einfach immer wieder fischen gehen, weil Fischen wohl eine recht gute Quelle für Nahrung ist. Hier. Fische? Ja, fischen wir ein bisschen. Fischen. Und du darfst sterben. Bitteschön. Stein. Ersetze Erde. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze hinten Erde. Ersetze Erde. Erde, hinten Erde, Erde, Erde. Und dann haben wir gleich keine Steine mehr. Und eine Tür wollten wir auch noch bauen. Du. Tür. Brauchen wir ein Schloss für. Schloss. Brauchen wir drei Eisen für. Oh, wir haben schön viel Eisen. Könnten wir gleich ein wenig Stahl herstellen. Du. Mist. Du. 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 Vielen Dank übrigens nochmal für den Tipp, dass wenn man hier raufklickt, also in einem Crafting-Rezept, so, wenn man auf die Sachen jetzt hier mit links raufklickt, dann springt er automatisch zu der Seite, wo die Ressource drin ist. Das ist irre praktisch. Glasmalerei. Was zur Hölle? Inneneinrichtung. Glasmalereien, die in einen Stein eingelassen wurden. Komfort 7. Also krass. Dreck, Kohle, Wasser. Bauen wir noch ein bisschen was davon. Wo ist Glas? Hier. Glas haben wir nicht so viel, aber das können wir ändern. Stein. Ich hoffe mal, da kommt ein bisschen mehr auf einmal raus und nicht nur eins. You need to build a Werkstatt. Oh, haben wir immer noch keine? Da fehlt irgendwas, oder? Nur ein großer Tisch. Tisch. Großer Tisch. Eins, zwei. Nägel. Holz, Holz. Bauen wir gleich mal zwei von. Ja, und ein paar Bretter auf Vorrat hätte ich auch ganz gerne. So, so, so. Bretter, 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 30 Stück. Und jetzt brauchen wir wieder Holz. So schnell schließt sich der Kreis. Das sieht sehr entspannt aus. So, keine. Er hat die Fische wieder ins Wasser geschmissen. Gut. Nicht ablenken lassen, wir wollten einen schönen Holzplatz finden. Hier hinten zum Beispiel. Holz, 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 Holz. Hühnchen. Aha. Das Portal werde ich bestimmt vergessen. Doppelte Geschwindigkeit. Du baust den Tisch, das ist gut. Oh, die Mine unten. Die Mine unten. Portal ist noch da, okay. Weg, 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 weg. Sammelt das Wasser, wenn ihr schon nichts zu tun habt. Oder geht nach Hause, macht überhaupt irgendwas, aber steht einfach nicht dumm rum. Na gut, irgendwo noch eine offensichtliche Eisenmine. Könnte ich hier mal rumgraben, hier sind noch schön viele Schnecken. Portal? Schnecke, Gasschnecke.
Graben. Schnecke? Ganz schön grumpig heute, die Zwerge.